Elektronen sind sehr gut geeignet, um Oberflächen zu untersuchen, denn sie dringen nicht sehr tief in Oberflächen ein und liefern deshalb oberflächensensitive Informationen. Elektronen kann man zum Beispiel in einer Brownschen Röhre erzeugen. Eine Elektronenkathode emittiert Elektronen. Danach werden sie beschleunigt in einem elektrischen Feld und danach kann man sie mit elektrischen oder magnetischen Feldern sehr gut ablenken und fokussieren. Die Elektronen erhalten im elektrischen Feld eine Energie E mal U und wenn sie die als kinetische Energie in halb mv² dann besitzen, kann man sich leicht die Geschwindigkeit ausrechnen. Elektronen erreichen sehr schnell sehr hohe Geschwindigkeiten. Für die schnelleren Elektronen muss man relativistische Rechnung anstellen. Man muss dann die Massenzunahme bei Geschwindigkeitszunahme berücksichtigen. Elektronen mit 10.000 Elektronenvolt haben etwa 20% der Lichtgeschwindigkeit. Elektronen mit 1.000.000 Elektronenvolt haben schon mehr als 90% der Lichtgeschwindigkeit. Elektronen haben auch Welleneigenschaften. Nach de Broglie ist die Wellenlänge der Elektronen verknüpft mit dem Impuls. Lambda ist h durch m mal v. Elektronen kann man auch mit Hilfe des Fotoeffektes erzeugen. Man lässt Photonen auf eine Oberfläche fallen. Es werden Elektronen aus dem Material herausgelöst. Folgende Energien sind involviert. Die Energie des Photons h mal ν. Die Energie des Elektrons, welches zum Schluss entsteht, in halb mv². Wir haben die Bindungsenergie des Elektrons und wir haben die Austrittsarbeit des Materials. Entsprechend dem Energieerhaltungssatz müssen sich die Energien in dieser Art und Weise verknüpfen. Wenn Sie die Energie des Photons kennen, die Energie des Elektrons messen, können Sie die Bindungsenergie des Substrates ermitteln und damit Aussagen über die chemische Struktur der Oberfläche erhalten. Der Fotoeffekt kann auch genutzt werden, um Photonen nachzuweisen. Wir lassen ein Photon auf eine Dynode fallen, ein Elektron wird herausgeschlagen, wie eben beschrieben. Durch die geometrische Anordnung fällt das Elektron dann auf eine andere Dynode, schlägt dort mehr Elektronen heraus und so haben wir am Schluss eine Elektronenlawine, die wir sehr gut als Strom messen können. Elektronen lassen sich hinsichtlich ihrer Energie sehr gut analysieren. Beliebt sind Halbkugelanalysatoren, CHAs, oder Zylinderanalysatoren, CMAs. Die äußere Halbkugel ist negativ geladen, die innere positiv, sodass es nur Elektronen mit einer gewissen Geschwindigkeit schaffen, genau diesen Austrittsspalt zu erreichen. Zu schnelle Elektronen gelangen hierhin, zu langsame gelangen hierhin. Ähnlich funktioniert auch ein Zylinderanalysator, ein CMA. Wir haben hier einen negativ geladenen äußeren Zylinder und einen positiv geladenen inneren Zylinder. Man kann ins Innere des Zylinders sogar noch die Elektronenkanone verbauen, sodass man in einem Bauteil sowohl Erzeugen von Elektronen als auch Analyse von Elektronen hat. Wenn wir Elektronen auf eine Oberfläche treffen lassen, kann Verschiedenes passieren. Die Elektronen können elastisch gestreut werden, die gleiche Energie haben wie die primären Elektronen. Die Elektronen können inelastisch gestreut werden, Energieverlust kann hier passieren. Es können Auger-Elektronen emittiert werden. Im Auger-Meitner-Prozess werden analog des Röntgenprozesses dann Löcher in den inneren Schalen eines Atoms erzeugt. Elektronen aus höheren Schalen springen in die unbesetzte Schale, geben ihre Energie an ein drittes Elektron ab, welches Auger-Elektron heißt und welches dann Informationen trägt hinsichtlich der chemischen Struktur des Atoms. Es kann Röntgenstrahlung entstehen, ähnlich dem Auger-Meitner-Effekt werden hier hochenergetische Strahlen emittiert, die charakteristisch sind. Bremsstrahlung kann emittiert werden, oder es kann Kathodenlumineszenz erzeugt werden.
Elektronen besitzen sowohl Teilchen - als auch Welleneigenschaften. Elektronen werden in der Brownschen Röhre durch thermische Emission erzeugt und in einem elektrischen Feld beschleunigt. Bei der Wechselwirkung von Licht mit Materie können Elektronen emittiert werden. Es gilt die Gleichung des lichtelektrischen Effektes. Elektronen können mit Materie wechselwirken, dabei entstehen Sekundärstreuung durch Elektronen sowie Röntgenstrahlung. 20 bis 50 Elektronenvolt Elektronen besitzen die geringste Eindringtiefe. Elektronen können mittels Halbkugelanalysatoren oder Zylinderspiegelanalysatoren spektroskopiert werden.